Hey Leute und herzlich willkommen zurück zu Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist. Heute erwartet uns das Feld der Schreie und der nächste, der Schattenreiter. Wobei ich leider befürchte, dass es nicht alle sieben Schattenreiter ins Spiel geschafft haben. Es würde mich sehr überraschen, wenn wir Abydos oder Don Saluk hier sehen würden. Das wären dann mit Nightshaw zusammen schon mal drei. Hier ist definitiv der vierte Schattenreiter dann. Offiziell aber jetzt allerdings erstmal der zweite. Und wir springen direkt zu Jadens Duell. Das heißt, wir überspringen die Duelle, die dieser spezielle Schattenreiter mit zwei anderen Charakteren im Vorfeld schon hatte. Finde ich ein bisschen schade, die hätte ich ganz gerne mitgespielt. Andererseits hätten wir dann natürlich als der Schattenreiter spielen müssen. Und dann würden wir ja das Deck schon kennen. Trotzdem, mehr Duelle sind eigentlich immer gut. Ja, vielleicht kommt ja nochmal was durch DLC, aber... ich schraube meine Hoffnung da nicht zu hoch. Aber schön wäre es trotzdem. Naja, gut. Genug geredet, auf zum Feld der Schreie. Der zweite Schattenreiter, Camula, besiegte Dr. Crowder und Zane, nahm sowohl ihren Spirit-Schlüssel als auch ihre Seelen und schloss sie in Puppen ein. Es war an Jaden, ihrem Wahnsinn ein Ende zu setzen. In Ordnung, Camula. Ich bin hier, um die Seelen meiner Freunde zurückzuholen. Und ich werde nicht gehen, bevor ich sie habe. Um ehrlich zu sein, Liebchen, du wirst hier nie wieder gehen. Nicht ein einziger von euch. Camula, mach dich zum Spiel bereit. Und ich meine das so, wie ich es sage, denn wenn jemand meine Freunde besiegt und ihre Seelen in Puppen einsperrt, dann macht mich das stinksauer. Und lass mich dir etwas sagen. Das interessiert mich nicht. Vielleicht wird das hier deine Meinung ändern. Ja, das war etwas unspektakulär inszeniert. Also aus dieser Story... Ich finde es ja toll, dass es überhaupt eine Story gibt und dass wir die Geschichte nacherleben können, aber man hätte schon ein bisschen mehr draus machen können. Wie gesagt, ich hätte es toll gefunden, wenn insgesamt einfach noch mehr Duelle da gewesen wären. Im klassischen Yu-Gi-Oh! Zum Beispiel. Ja, die virtuelle Welt von Noah und der Orichalkos-Arc mit Darts und Raphael und Valon. Und Alistair, ich meine, die haben ihre Karten im Spiel, die Orichalkos-Karten sind Teil des Spiels. Also warum nicht die Story insgesamt mit einfügen? Okay, als allererstes Fusionsweiser, wir holen uns eine Fusionskarte aus unserem Deck. Und können dann bestimmt hier schon das eine oder andere reißen. Ja, wir können ein Fusionsmonster rufen. Ich würde sagen, das machen wir einfach mal spontan. Gespannt, welches es wird. Es wird Elementarheld Wild Edge. Eine Fusion aus Wildheart und Blade Edge. Zwei Elementarhelden, die ich tatsächlich in diesem Let's Play noch gar nicht vorgestellt habe. Die wir aber beide in der Hand haben. Das sind, könnt ihr ja da unten am Bildschirmrand noch sehen, die Karte, die wir ganz links in der Hand halten und die Karte, die wir ganz rechts in der Hand halten. Elementarheld Wild Edge ist eine Fusion aus Elementarheld Wildheart und Elementarheld Blade Edge. Muss als Fusionsbeschwörung beschworen werden und kann nicht auf andere Art als Spezialbeschwörung beschworen werden. Diese Karte kann jedes Monster angreifen, das dein Gegner kontrolliert. Ein Angriff gegen jedes Monster pro Battlephase. Das ist heftig. Genau das, was ich jetzt machen will. Und dann, wenn die beiden Monster im Friedhof sind, dann können wir uns die ja auch nochmal genauer angucken. Zack. Ich bin ja mal gespannt, was Camula da für eine Falle hingelegt hat. So, hier haben wir zum einen Elementarheld Wildheart. Diese Karte bleibt von Falleneffekten unberührt. Ein bisschen schade, dass dieser Effekt sich nicht auch auf Wild Edge ausgedehnt hat. Aber man kann wohl nicht alles haben. Und Elementarheld Blade Edge. Ich glaube, das ist der einzige Elementarheld außer Neos, der... Level 7 hat.
Zumindest von Jadens Originalkarten her. Ich glaube, es gibt auch noch andere hochstufige Elementarhelden, aber nicht sonderlich viele. Die meisten sind halt wirklich diese schwachen Monster, die man dann durch Fusionsbeschwörungen stärker macht. Elementarheld Blade Edge, falls diese Karte ein Monster in Verteidigungsposition angreift, füge deinen Gegnern durchschlagenden Kampfschaden zu. Also keiner der besonderen Effekte der beiden Zutatenkarten hat es bis zum Fusionsmonster selber geschafft. Dafür hat das Fusionsmonster einen eigenen schönen Effekt. Wir überlegen, ob wir Burstinatrix auch noch beschwören sollen. Wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Elementarheld Burstinatrix im Angriffsmodus. Und dann klatschen wir hier mal ein bisschen. Wir haben ein Vampir-Baby zerstört. Ein Zombie-Effektmonster. Level 3, Attribut Dunkel. 700 Angriffspunkte, 1000 Verteidigungspunkte. Am Ende der Battle-Phase, falls diese Karte in diesem Spielzug ein Monster durch Kampf zerstört und auf den Friedhof gelegt hat, du kannst das Monster als Spezialbeschwörung auf deine Spielfeldseite beschwören. Das ist ein verdammt mächtiger Effekt. Allerdings ist das eine verdammt schwache Karte. Das heißt, um diesen Effekt effektiv nutzen zu können, muss man sie mit der einen oder anderen Zauber- und Fallenkarte stärken. Aber das ist machbar. Das ist definitiv machbar. Und der erste Zug ist schon mal definitiv zu unseren Gunsten verlaufen. Aber das hat in Yu-Gi-Oh! Ja nicht unbedingt was zu sagen. Oh oh. Was war denn das für eine Nummer jetzt? Vampir-Königreich. Eine Feldzauberkarte. Monster vom Typ Zombie erhalten nur während der Schadensberechnung 500 zusätzliche Angriffspunkte. Einmal pro Spielzug, wenn Karten vom Deck deines Gegners auf den Friedhof gelegt werden, wähle eine Karte auf dem Spielfeld. Lege ein finsternes Vampirmonster von deiner Hand oder deinem Deck auf den Friedhof und falls du dies tust, zerstöre das gewählte Ziel. Das ist ein starker Effekt, allerdings braucht man dafür ein Deck, das auch darauf abzielt, Karten vom Deck des Gegners auf den Friedhof zu schicken. Und wir rufen noch einmal Elementarheld Burstinatrix im Angriffsmodus. Und dann kriegt Camula hier mit zwei direkten Angriffen auf ihre Lebenspunkte mächtig aufs Maul. Und hat schon so gut wie keine Power mehr übrig. Dieses Duell verläuft sehr gut. Ich denke, wir schaffen das. Zum Beispiel, indem wir Elementarheld Burstinatrix im Angriffsmodus spielen. So zur Abwechslung mal. Und dann, was haben wir hier? Ach, das war wieder ein Vampir-Baby, genau. So, Wild Edge greift an. Und der besondere Effekt des Vampirzauberers aktiviert sich. Falls diese Karte, die dir gehört, durch eine Karte deines Gegners, entweder durch Kampf oder durch einen Karteneffekt auf deinen Friedhof gelegt wird, du kannst deiner Hand ein finsternes Vampirmonster oder eine Vampirzauber- oder Fallenkarte von deinem Deck hinzufügen. Du kannst diese Karte von deinem Friedhof verbannen, ein finsternes Vampirmonster, das du in diesem Spielzug als Normalbeschwörung beschwörst, kann beschworen werden, ohne Tribut anzubieten. Prinzipiell vielleicht gar nicht so verkehrt die Karte, nur leider wird Camula nicht mehr dazu kommen, diesen Effekt zu nutzen. Obwohl, doch, wird sie. Mäh. Egal. Soll sie doch. Dann ruft sie halt ihren Vampirlord. Zack. Da kommt er. Müssen wir jetzt... Keine Ahnung, was wir gerade gemacht haben. Okay. Dieses Duell wird doch nochmal interessant. Ich muss mir jetzt erstmal die Karten angucken, die ja gerade gespielt wurden. Beziehungsweise den Vampirlord muss ich mir angucken.
Wenn diese Karte deinem Gegner Kampfschaden zufügt, benenne einen Kartentyp, Monster, Zauber oder Falle. Dein Gegner legt eine Karte des benannten Typs von seinem Deck auf den Friedhof. Während deiner nächsten Standby-Phase, nachdem diese Karte, die dir gehört, durch einen Karteneffekt deines Gegners zerstört und auf deinen Friedhof gelegt wurde, beschwöre diese Karte als Spezialbeschwörung vom Friedhof. Jetzt. Okay, dann aktiviere ich mein schwarzes Loch jetzt noch nicht. Dann warte ich ab, bis wir tatsächlich Camula ausschalten können, wenn wir das aktivieren. Das wird natürlich böse jetzt. Die gewinnt doch noch, sage ich euch. Die gewinnt doch noch. Hau mal das Terraforming weg hier. Muss sie diesen Effekt immer aktivieren? Hat sich das Vampir-Königreich gerade selber zerstört? Das ist ja schön. Vampir-Lady! Wenn diese Karte deinem Gegner Kampfschaden zufügt, benenne einen Kartentyp, Monster, Zauber oder Falle. Dein Gegner legt eine Karte des benannten Typs und sein Deck auf den Friedhof. Okay, wir aktivieren erstmal die elegante Wohltäterin in der Hoffnung, dass wir jetzt eine Karte ziehen, die wir tatsächlich auch nutzen können. Bubble Man ist diese Karte. Das bedeutet, ich hau mal wir schmeißen mal Blade Edge weg. Und das Fusionstor. Dann aktivieren wir das schwarze Loch. Goodbye, Vampire. Euer Effekt wird sich leider nicht mehr aktivieren, weil Camula keinen Zug mehr haben wird. Dann aktivieren wir unsere Zauberkarte Dunkle Fabrik der Massenproduktion. Und holen zweimal Burst Tinnitrix zurück auf unsere Hand. Das hätten wir natürlich auch anders machen können. Egal. Wir rufen Elementarheld Bubble Man einfach, weil wir den noch nie ausgespielt haben. Und nutzen ihn, um Camula auszuschalten. Das sah zwischendurch dann doch nochmal etwas eng aus, aber letztendlich ein weiterer souveräner Sieg für Jaden Yuki. Ich mag diesen Beat irgendwie. Jaden besiegte Camula und befreite Zane und Dr. Crowlers Seelen aus ihren Puppen. Das war's. Endlich. Der Albtraum ist endlich vorbei. Dieser hier mindestens. Camula war nur der zweite der Schattenreiter. Und das bedeutet, mehr von ihnen sind bereits auf dem Weg. Neuer Deck-Avatar entriegelt Camula. Neues Deckrezept Vampirkönigreich. Neues Herausforderungsdeck Schatten des Vampirs. Neues Booster-Pack Cyrus Truesdale. Die Booster schalten mir hier wirklich sehr schnell frei. Und dann haben wir noch Vampir Genesis, Verlockung der Finsternis und Vampir Lady von ihr erhalten. Das hat sich wirklich gelohnt. Ich würde sagen, da machen wir nochmal ein Umkehrduell. So aus purer Neugier. Bin auch schon sehr gespannt, was sich in diesem Booster so befindet. Bestimmt die ganzen Royce-Karten, die Cyrus immer benutzt. Würde ja Sinn machen. Mal gucken, ob wir dieses Vampir-Deck vielleicht zum Sieg führen können hier. Ich glaube so schon mal nicht. Obwohl, wir haben den Vampir-Zauberer auf der Hand. Das ist ja schon mal was. Vampir-Verführerin, Level 7. Wir lösen diesen Kasten damit aus. Boah. Autsch, das ist heftig. So, der Vampirzauberer war das, den wir verbannen können, um ein Vampirmonster ohne Tribut zu rufen, ne? Dann werden wir den auch nutzen. Was macht denn der Blutsauger?
Oh, der Blutsauger zwingt meinen Gegner auch dazu, Karten wegzuwerfen. Gut, aber wir starten einfach mal mit dem Vampirzauberer. Können ja nicht viel mehr machen, als anzugreifen. Und rennen natürlich in Clayman, was auch sonst. Aber wenn Jaden jetzt ein Monster spielt, um den Vampirzauberer zu zerstören, spielt er uns ja genau in die Hände, ne? Können wir nämlich als allererstes den Effekt des Vampirzauberers aktivieren und uns eine weitere Vampirkarte auf die Hand holen. Ich denke da gerade, was macht ein Vampir Genesis? Indem du einen Vampir, den du kontrollierst. Einmal pro Spielzug kannst ein Monster die Zombie auf den Friedhof abwerfen und ein Monster vom Typ Zombie, das ist Stufe kleiner, das ist abgeworfen. Beschwörer ist eine Spezialbeschwörung. Autsch. Leute, ich denke, den holen wir uns. Den holen wir uns jetzt. Den können wir nämlich in der nächsten Runde ausspielen. Denn wir können jetzt als allererstes den Effekt des Vampirzauberers aktivieren, um ihn aus unserem Friedhof rauszuholen. Können dann den Vampirlord beschwören. Das war doch Vampirlord, den ich opfern musste, ne? Genau. Verwenden dafür natürlich den Effekt von Vampirzauberer. Jetzt können wir nämlich Vampir Genesis beschwören. Diese Karte kann nur beschworen werden, indem wir einen Vampirlord von unserem Feld verbannen. Wumms. So. Wir können einmal pro Spielzug ein Monster vom Typ Zombie aus unserem Friedhof entfernen, um ein anderes Monster vom Typ Zombie aus unserem Friedhof spezial zu beschwören. Im Moment ist unser Friedhof natürlich leer, aber das macht ja nichts. Mann! Hätte ich eigentlich mit rechnen können, oder? Aber wir haben ja noch einen Vampirzauberer. Oder? Hey, wo hatten wir nicht noch einen Vampirzauberer? Hab mich wohl vertan. Naja, macht ja nichts. Hoffe ich. Scheiße, das sah so gut aus. Oh, Mann, oh. Ich hasse es, wenn Pläne so durch in die Hose gehen. Wie wahrscheinlich ist es denn, dass wir Verzweiflung aus der Finsternis in diesem Duell gegen Jaden beschwören können? Das können wir spezial beschwören, wenn ein Effekt meines Gegners diese Karte direkt von unserer Hand auf den Friedhof legt. Das Blöde ist nur, Jaden benutzt solche Effekte nicht. Wir haben nicht großartig eine Wahl in dem, was wir ausspielen. Tatsächlich gar keine Wahl in dem, was wir ausspielen. Ja. Unsere Hände sind gebunden, unsere stärkste Karte ist zerstört. Und das ist jetzt wieder, im Prinzip warten wir nur noch darauf, dass Jaden uns fertig macht, glaube ich. Ich hätte doch das Vampirkönigreich nehmen sollen. Dann wäre das Ganze hier vielleicht anders gelaufen, aber na, so habt ihr wenigstens mal Camula. Kennt ihr das ultimative Karte gesehen? Auch wenn wir sie nicht nutzen konnten. Diese Umkehrduelle sind wirklich immer knallhart. Jaden macht uns fertig. In der nächsten Runde ist dieses Duell vorbei. Traurig, aber wahr. Buch das Leben. Wähle ein Monster von Team Zombie in deinem Friedhof und ein Monster im Friedhof deines Gegners. Beschwöre das erste gewählte Ziel als Spezialbeschwörung. Zusätzlich verbanne das zweite gewählte Ziel. Machen wir, machen wir, machen wir. Vielleicht können wir es doch noch reißen. Ist eigentlich egal, welchen wir nehmen. So, tschüss, Elementarheld Sparkman. Und hallo, wen nehmen wir denn? Die Verführerin oder den Lord?
Ich glaube, ich nehme direkt den Lord, oder? Ja, ich beschwöre den Lord. Den Effekt der Verführerin werde ich so schnell sowieso nicht nutzen können. Jetzt muss ich überlegen. Das sind alles gefährliche Monster, die er da hat. Die können alle... er hat drei Mirror Forces, ich erinnere mich. Die können uns alle gefährlich werden mit einer Fusion. Habe ich schon was normal beschworen? Ach ja, ich habe den Vampirlord beschworen. Fick dich. Oh, habe ich das laut gesagt? Das wäre jetzt der passende Moment, wenn wir ein Buch des Lebens hätten, um die Vampirverführerin auszuspielen. Dann könnten wir nämlich Blade Edge vom Feld kriegen. Blöderweise haben wir ein solches Buch nicht und deswegen haben wir jetzt verloren. Weil Blade Edge ja auch Trampelschaden verursacht. Und Jaden jetzt den Rest unserer Lebenspunkte auslöschen wird. Oder auch nicht, weil er kein Monster ruft. Was soll das? Offensichtlich hat er ja noch Monster gehabt. Er hätte gewinnen können jetzt. Jetzt kriegen wir den Topf der Gier. Call of the Haunted. Der uns gar nichts bringt. Der uns gar nichts bringt. Gut, dann gucken wir uns jetzt an, was Jaden da noch gespielt hat. Ist egal, wir haben eh verloren. Mirror Force, war so klar. Jaden zu besiegen ist nicht einfach. Es ist wegen der Karten, die er benutzt, tatsächlich meiner Meinung nach sogar schwerer als Yugi zu besiegen. So, wen holen wir? Ach komm. Wir haben eh nichts zu verlieren. Wir holen den Vampirfürsten zurück. Du wirst doch jetzt nicht nochmal fusionieren wollen, oder? Ja, das wäre ja auch Overkill gewesen. Naja gut, ein Versuch war's wert. Wir hätten gewinnen können, haben wir aber nicht. Egal. Das war Yu-Gi-Oh! Für heute. Das nächste Mal das Ablenkungsduell. Bis dann.